There could not be a better way to end my mandate in the Commission than by announcing a very important agreement between Russia and Ukraine, an agreement to which the European Commission has contributed with very patient and determined efforts. Just this morning at 1 a.m. and 2 a.m., I was speaking with President Poroshenko over the phone, and I cannot count how many hours Vice President Oettinger and his team have devoted during, I think, 6 months to facilitate this agreement. Indeed, with the strong support of the European Commission, Ukraine and Russia have today found agreement on their outstanding energy debt issues and on an interim solution that enables supplies to continue this winter. I'm glad that political responsibility, the logic of cooperation, and simple economic sense have prevailed. This is an important step for our shared energy security in the European continent. There is now no reason for people in Europe to stay cold this winter. I expect all parties, both suppliers and transit countries, to fully abide by the rules they have now agreed together and act as reliable partners. It is obvious that no one would stand to gain from a potential disruption. Fruitful energy relations are indeed a two-way street. Verhandlungen zwischen der Regierung der Ukraine und der Russischen Föderation, den beiden Ministern sowie den beiden Vorstandsvorsitzenden im Mai und Juni und dann wieder in den letzten Wochen haben heute zum Ergebnis geführt, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern Europas sagen können, der Winter und die Versorgungssicherheit mit Gas werden gewahrt. Ein 4,6 Milliarden Dollar Deal ist jetzt in der nächsten Periode des Winters die Grundlage für die Versorgungssicherheit. Vorteile für alle, so glaube ich. Zum einen für die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Wir können davon ausgehen, dass die Transitfunktion der Ukraine für große Gasmengen funktioniert. Und deswegen gerade in Ländern wie Slowakei, Ungarn, Tschechien oder Bulgarien, Rumänien, Österreich genügend Gasmengen gelangen werden. Der erste Schritt besteht darin, dass die Ukraine das Naftogas sich bereit erklärt, in den nächsten Tagen unverzüglich einen Betrag von 1,45 Milliarden Dollar an Gazprom zur teilweisen Begleichung offener Rechnungen aus Gaslieferungen von November und Dezember letzten Jahres und April, Mai und Juni dieses Jahres zu zahlen. Drittens hat die ukrainische Seite die Option, keine Pflicht, die Option, in den Monaten bis Ende März Gasmengen nach Bedarf zu bestellen. Zu einem vereinbarten festen Preis, der auf einer vereinbarten Formel beruht und der in den nächsten Monaten bei 3,85 oder etwas unterhalb Dollar auf 1000 Kubikmeter sich belaufen wird. Сегодня мы достигли результата, и наши договоренности, которые сегодня мы достигли, подкреплены только что подписанными документами. В первую очередь это протокол между двумя министрами, между представителями России и Украины, а также господином Эттингером, который был уполномочен со стороны стран Евросоюза вести такие переговоры. И этим протоколом подписаны основные базовые условия поставок газа в период с ноября месяца по март месяц, базовые условия реструктуризации задолженности и текущих поставок. Также был подписан сегодня документ, дополнительное соглашение к действующему контракту 2009 года на поставку газа «Газпромом» НАК «Нафтогаз Украины», в котором оговорены технические вопросы, связанные
с реализацией достигнутых договоренностей. Разом с Европейской комиссией мы сможем обеспечить необходимое финансирование для закупки необходимых обсягів газу. Ті обсяги, які забезпечать на сьогоднішній день і безпечне постачання газу в Україну, а також і безпеку транзиту газу до країн Європейського Союзу.